Ich befinde mich hier gerade im Sonderlesesaal der Berner Universitätsbibliothek, wo mittelalterliche Handschriften und alte Drucke aufbewahrt werden. Eine der beliebtesten Gattungen im Mittelalter und in der Renaissance war die Heiligenlegende. Das sind Erzählungen über das fromme Leben, das Martyrium und die Wunder von heiligen Männern und Frauen, die während ihres Lebens und nach ihrem Tod geschehen sind. Hier beispielsweise habe ich eine Ausgabe des Passionals von 1488 vor mir, eine volkssprachliche Sammlung von Viten in Prosa, die im Spätmittelalter sehr verbreitet war. Als Literaturwissenschaftler interessiert mich, wie die Literatur der Moderne, die in der Regel nicht mehr dogmatisch christlich ist, mit diesem Erzählschatz an vormodernen Heiligenlegenden umgegangen ist. Einige der bekanntesten Autorinnen und Autoren der Moderne setzten sich mit der als primitiv geltenden Heiligenlegende auseinander und schrieben neue, aktualisierte Heiligenlegenden. Dieses Korpus ist bislang kaum erforscht. Wir wissen wenig darüber, welche Gattungskonventionen, welche Erzählverfahren und Figurentypen sie übernahmen und wie sie sie veränderten, um auf die drängenden sozialen und ästhetischen Fragen ihrer Zeit zu antworten. Beispielsweise hat der österreichische Autor Josef Roth eine Legende vom heiligen Trinker verfasst. Sie nutzt die Erzählkonvention der Gattung, um von dem Elend eines Alkoholikers und Obdachlosen in Paris zu berichten. In anderen Texten öffnet die Heiligenerzählung sich für Themen wie Inzest, Prostitution, Masochismus und Androgynie, für Psychopathologien bis hin zum Mord an den eigenen Eltern. Ich möchte gerne herausfinden, welche ästhetischen Mittel die Moderne gefunden hat, um diese sozialen Grenzphänomene zum Sprechen zu bringen. Die Moderne sucht für das Verdrängte und Unverständliche immer neue Ausdrucksformen und findet sie überraschenderweise auch im Mittelalter und auch im christlichen Mittelalter. Auch für uns als Gesellschaft ist es wichtig zu verstehen, wie wir dasjenige ausdrücken können, was uns kollektiv besonders am Herzen liegt, was uns bewegt und was wir verehren, was vielleicht auch für eine Mehrheit unbegreiflich ist oder uns befremdet, ja sogar abschreckt. Um ein Beispiel zu nennen, schon in der Renaissance-Malerei hat man den heiligen Sebastian, der von Pfeilen durchbohrt wird, als jungen und schönen, aber auch verletzlichen, nackten Jüngling dargestellt. Über die Jahrhunderte ist er immer mehr zur Chiffre für homoerotisches Begehren geworden. Es gibt viele Zeugnisse schon im 19. Jahrhundert, die belegen, dass homosexuelle oder allgemeiner queere Menschen, wie wir heute sagen würden, sich mit dieser Ikone identifizieren konnten. Ja, dass sie sich sogar kleine Bilder des heiligen Sebastian in ihrer Wohnung aufhängten, weil dies vielleicht ein Code für eine von der Norm abweichende Identität war, die in der bürgerlichen Gesellschaft kriminalisiert wurde. Im 20. Jahrhundert wird diese Chiffre, der heilige Sebastian, immer expliziter, bis diese Heiligenfigur wirklich zur Ikone der Schwulenbewegung wird, wie es das bis heute der Fall ist. Aber sie entfalten eben auch eine subversive Kraft, die eine Gesellschaft verstehen sollte, um sich die eigenen Verehrungspraktiken und die eigenen Kommunikationscodes besser erklären zu können. Ich selbst würde mich nicht als sehr religiös bezeichnen. Jedenfalls bin ich kein Kirchenmitglied und bin zu dem Thema wirklich vor allem über die Literatur und die Kunstgeschichte gekommen. Für mich persönlich war es daher faszinierend, dass die Heiligenlegende nicht nur in den literarischen Avantgarden und in den Klassikern der Moderne fortwirkt, mit denen ich mich befasse, sondern sehr präsent ist auch in der Populärkultur der Gegenwart. Die Geschichte von Harry Potter beispielsweise, der ist ja eine Art Messias-Figur und auf Filmplakaten sieht man ihn zum Teil auch mit einer Aureole, mit einem Heiligenschein. Und Harry Potter folgt im Grunde genommen von Stufe zu Stufe dem Schema der alten Legenden. Manche Motive sind der Tradition direkt entlehnt. Dass Harry Potter zum Beispiel unter einer Treppe aufwächst, erinnert stark an den heiligen Alexius, der 17 Jahre geduldig unter einer Treppe seines Elternhauses lebte, die ihn aber nicht erkannten. Auch in der Popmusik und in der Streetart sind die Heiligen enorm verbreitet und zum Teil werden sie dort gesellschaftskritisch eingesetzt, zum Beispiel feministisch und antirassistisch im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung. Zum Teil aber dienen sie auch einfach dazu, folkloristisch zu kommunizieren, was einer Gesellschaft eben heilig ist, was sie verehren und bestaunen, so wie Fußballgötter wie
Diego Maradona, der als Heiliger in Neapel verehrt wird. Das Forschungsprojekt ist durch den Schweizerischen Nationalfonds finanziert. Ich arbeite da gemeinsam mit einem kleinen Team von erfahreneren Wissenschaftlerinnen, von Doktorandinnen und Studierenden.